in das Schiff verheiratet, so viel ich will. So passt es natürlich wunderbar mit dem Schuh aus. Und wir haben, ich müsste nachdenken, wie viele Gruppen es dann noch gegeben haben, die Hitler zugearbeitet. Die Freimaurerei zum Beispiel auch, hat auch Hitler zugearbeitet. Wie kommt das wiederum? Leicht zu erklären. Einerseits wiederum die Prophetie, weil halt eben jetzt dieser Zweite Weltkrieg kommen sollte in deren Gedankenkonstrukten, was sie es irgendwo gelesen haben, weil sie meinten, sie müssten es in die Tat umsetzen. Andererseits aber auch wiederum als Anhängsel Englands. England hat ein gesundes Eigeninteresse daran gehabt, dass sie an die Macht kommen. Was England gesagt hat, kommt der an die Macht, rechnet der im Osten ab und schafft uns im Grunde diesen Krebel endlich mal vom Leibe. Dann können wir, wenn der da hinten sich festgebissen hat, den Russland von hinten durchmarschieren. Dann können wir den nicht auch noch mitmischen. Dann machen wir den auch noch platt. Und dann ist im Grunde Ruhe und wir sind aller Sorgen ledig. Das war im Grunde das Konzept, das von verschiedenen wichtigen englischen Politikern frei und frank erklärt worden ist. Diese Aussagen sind natürlich im privaten Rahmen gefallen, aber die Quellenlage ist sauber. Es sind hochdotierte Quellen, die darüber sprechen. Der Punkt ist, die Freimaurerei ist eine internationale Gemeinschaft. Es gibt Logen in aller Welt. Überall in der Welt gibt es Logen. Scheinbar nationale Mutterlogen, wie sie sich dann nennen. Ob das in Frankreich ist, ob das in Lübeck, egal wo es ist. Und dafür ist auch Freimaurer. Der Punkt ist der, dass diese Logen allerdings in London zusammenlaufen. Die Urloge ist in London. Und diese, wie soll ich sagen, Symbiose zwischen der Loge in England und der englischen Politik war immer da gewesen. Und in dem Moment, als England einen Hitler brauchte, hat die Loge in Deutschland auch für einen Hitler getrommelt. Das Interessante ist, dass die Leute, die heutzutage sagen, wir Freimaurer, wir sind ja praktisch verfolgt worden, wir waren im KZ und sogar in der Welt. Von denen waren die wenigsten KZ, also ein paar Dutzend, das hochkommt. Der Punkt ist der, dass diese Leute, bevor die Nazis groß wurden, bevor bereits die Trommel gehört haben für die Nazis, das waren dann die führenden Politiker, die dann auf einmal gesagt haben, es wäre ja gar nicht mal so schlecht, wenn die dran wären, die sind doch gar nicht mal so übel, sie haben sie hochfähig gemacht. Andererseits halt eben auch die Presse, die gesagt hat, das ist die kommende Partei. Und entsprechend haben die Deutschen damals, wie heute auch, gesagt, ja, warum landen sie nicht? Die Menschen waren immer Mainstream. Die haben nicht damals auf einmal gegen den Mainstream gevotet, als sie Hitler genommen haben. Und was passiert überhaupt? Der Punkt ist der, jetzt kommen wir zu England zu Russland und China. Also ich glaube, dass China zum Stück weit aus dieser ganzen Geschichte rausfällt. Weil es halt eben eine sehr eigenständige Politik betreibt. Ich verstehe bestimmte Sachen in China nicht, dass sie, wo sie doch so stark, wo Amerika so stark an China verschuldet ist, eine klügere Politik betreiben. Sie könnten beispielsweise mit den ganzen Verschuldungsaktiva, die sie haben, könnten sie nicht in Amerika halt eben eine Presse aufbauen und halt eben den chinesischen Präsidenten führen lassen. Warum denn nicht? Das wäre das Vernünftigste. Aber das ist nicht nötig. Die Chinesen wissen, dass ihre Zeit kommt und Amerika ist schon auf dem absteigenden Ast. Und zwar sehr ja, aber dann kommen wir halt eben, jetzt kommen wir genau in diesen Prozess halt rein, der vor der Entwicklung in Fukushima gestanden ist. Die Amerikaner haben durch Dick Cheney 1993 eine Direktive verabschiedet, die da heißt, das ist da unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Direktive, Agenda für die Politik Amerikas nach dem Kalten Krieg. Und da stand drinne, wir werden niemals zulassen dürfen, dass irgendwo auf der Welt jemand entsteht, eine Macht entsteht, die uns nochmal Paroli bieten kann. In der Form, wie es halt eben Russland getan hat. Ob es nun wirtschaftlicher Art sei oder ob es politischer Art sei. Der Punkt ist, wenn Sie eine bestimmte Region irgendwann dominieren können, diese Macht, von der wir jetzt sprechen, muss diese Macht zerschlagen werden. Wir müssen das irgendwie versuchen, erst politisch, respektive wirtschaftlich und hinterher militärisch, wenn es anders nicht fruchtet. Die Amerikaner können nicht zusehen, dass Russland weiter erstarkt. Russland, China löst gerade Amerika ab. Und China wird flutschen wie ein Zäpfchen, weil deren Politik ist überaus klug. Sie haben keine privaten Konsortien, in die sie sich verschulden. Es ist reiner Nationalsozialismus. Der Staat gibt im Grunde die Wirtschaft frei, aber nur im nationalen Konzept. Und lässt ab einem bestimmten Größenpunkt
dann auch keine Konkurrenz mehr zu oder respektive Eigenständigkeit mehr zu, die dann konkurrentlich zum Staat werden könnte. Und vor allem haben sie sich die ganze ausländische Technologie reingeholt, und nicht diese Joint Ventures. Sie sind die fulminante Nummer 1 und sie werden sowas von Angst haben, wenn die Amerikaner dagegen nichts setzen. Der Punkt ist, Sie können das dagegen setzen. Der Punkt ist, warte Sekunde, der Punkt ist, dass unmittelbar vor Fukushima, in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren, haben die Japaner versucht, eine Atombombe zu entwickeln. Das durften sie nicht, das war ihnen verboten. Die haben restriktivere Gesetze, als es die Deutschen haben. Die Deutschen durften wenigstens eine Armee haben. Noch nicht mal eine Armee ist den Japanern in einer größeren Form erlaubt. Großwaffen sind den Japanern verboten. Der Punkt ist der, dass die Japaner, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, sich überlegt hat, wir hätten aber doch gerne irgendwie Massenvernichtungswaffen, die momentan ja, wie soll ich sagen, zum Verkauf stehen. Russland war ein offener Markt. Da konnte sich wirklich jeder bedienen. Mit den tollsten Waffen, die möglich gewesen. Daraufhin haben die Japaner gesagt, wir können jetzt unmöglich als japanische Regierung dorthin gehen und halt eben anklopfen und sagen, die hätten gerne drei Atombomben und davon eben auch. Geht nicht. War klar. Dann haben die gesagt, dann machen wir das doch ganz anders. Wir sind doch mit dem privaten Kapitalismus gut vertraut. Wir schicken einfach eine private Gruppe dort los. Und da gab es eine Gruppe, die heißt OM, eine Sekte. Eine apokalyptische Sekte im Übrigen. Das ist die Sekte, Sie werden es wahrscheinlich schon mal gehört haben, die später in den 90er Jahren die japanischen, die Toyota U-Bahn mit Giftgas geflutet haben. Also nicht direkt machen. Egal. Der Punkt ist, diese Gruppe wurde vom japanischen Geheimdienst infiltriert und losgeschickt. Und die sind nach Russland gegangen und haben dann mal kräftig eingekauft. Und haben halt eben die tollsten Waffen, die möglich gewesen sind, Probe getestet in Australien. Keine Nuklearwaffen. Nein, aber es gab Waffen, die halt eben gegen Nuklearmöglichkeiten waren. Es gab Erdbebenwaffen etc. Nicht hart, aber ähnlich. Und die haben die abgegraben, in Russland mitgenommen und haben sie getestet. Die Amerikaner haben das natürlich mitbekommen. Die Chinesen haben es erst recht mitbekommen. Und dagegen hat es dann praktisch, für meine Begriffe, ich finde das fast sicher, diesen Anschlag gegeben, der die Gruppe auf den Rennen genommen hat und diesen Deal von Anfang an kaputt gemacht hat. Es wäre möglich gewesen, für Japan über diese private Gruppe letztendlich sich aufzurüsten. Es ist in die Hose gegangen. Trotzdem ist in Japan der Versuch, an Großwaffen, an Massenvernichtungswaffen heranzukommen, die ganze Zeit lebendig geblieben. Und er ist bestärkt worden dadurch, dass die Amerikaner die Japaner im Regen haben stehen lassen. Die Amerikaner haben immer mehr ihre Aufmerksamkeit nach China gewandt. Was natürlich auch logisch ist, weil China immer stärker geworden ist und Japan überholt hat und die Amerikaner gesehen hat, das ist im Grunde der neue Markt. Aber irgendwann haben die Amerikaner auch gesagt, das ist kein neuer Markt mehr, das ist der Konkurrent. Das ist genau der Konkurrent, den halt eben diese Cheney-Doktrin bedient. Jetzt werden Sie sagen, Cheney, das war ein Republikaner. Der gilt nur für die Republikanische Partei. Das ist aber nicht so. Es gibt bestimmte Do's und Don'ts, die bleiben in der nationalen Politik bestehen. Das ist ein Verständnis, wo halt eben das Pentagon, egal welche Parteifärbung derjenige dran hat, der im Weißen Haus sitzt, der dem folgt. Nach den Republikanern unter Bush dem Älteren kam Clinton. Dessen Außenminister hat 1:1 die Doktrin, die Direktive von Cheney übernommen. 1:1. Er hat wörtlich gesagt, wenn es einen neuen Gegner geben würde, egal wo der ist, erst versuchen, wirtschaftlich klein zu kriegen, dann politisch, dann militärisch. Sie haben es mit China nicht geschafft. Und in diesem Prozess lief halt eben der Aufrüstungsbestrebungsprozess der Japaner hinein. Sie haben die ganze Zeit gesagt, wir brauchen die Bombe, wir brauchen die Bombe, wir brauchen die Bombe. Und sie haben sie entwickelt. Sie haben daran gearbeitet. Sie haben ballistische Waffensysteme entwickelt, die als Trägerwaffen zuständig gewesen wären. Man hätte es schnell umrüsten können, extrem schnell umrüsten können. Und sie haben nukleare Anreicherungsanlagen gebaut, wodurch sie Plutonium gewonnen haben, was nicht nötig gewesen wäre. Und sie haben es angehäuft ohne Ende. Für einen zivilen Prozess war dieser Anhäufungsprozess nicht nötig. Und die Amerikaner und andere Staaten, vor allen Dingen China, hat gesagt, aufhören, wir wollen, dass sofort aufgehört wird. Weil wir wissen genau, wozu das Plutonium dienen wird. Die Japaner werden das irgendwann einsetzen, die Atomwaffen. Und die Chinesen haben den Amerikanern gesagt, wir sind im gleichen Boot irgendwo momentan durch die wirtschaftliche Verpflichtung, respektive Verflechtung, und wir haben ein Stück weit Druckmöglichkeit auf euch.
pfeift eure Jungs zurück. Sagt ihnen, sie sollen die Bombe nicht bauen. Die Amerikaner haben das offiziell auch gemacht. Inoffiziell haben sie wenig dafür getan. Der Punkt ist, dass die Amerikaner sogar noch dafür gesorgt haben, dass die Japaner noch mehr gesagt haben, dass sie die Bombe brauchen, weil sie es zugelassen haben, dass Nordkorea die Bombe bekam. China hatte die Bombe schon seit langem. Aber China wirkt als, wie soll ich sagen, nachvollziehbarer, vernünftiger Staat. Nordkorea wirkt als wahnsinniger Staat. Das ist ein urstalinistischer Staat, ein Führer, der unberechenbar ist. Das will ich gar nicht negativ gegen ihn auslegen, aber ich meine, Bush ist auch relativ unberechenbar gewesen. Aber dieses kleine Land hat halt eben einen großen Darstellungsmanko. Und es ist so gewesen, dass sie seit 10 Jahren die Bombe bauen konnten, aber die Amerikaner wussten, dass sie die bauen würden. Sie haben sie nicht zurückgepfiffen. Clinton hat Nordkorea unter Druck gesetzt und die Bombe nicht gebaut. Bush, der Jüngere, hat es nicht getan. Die Nordkoreaner hatten die Bombe, sie haben ihre Bombe getestet. Sie haben entsprechende Waffensysteme, die halt eben als Trägersysteme in Frage gekommen wären, über japanischen Luftraum getestet. Die haben also die Dinger gleich mal über Tokio weggeschossen. Die Japaner haben solche Hörner aufgehabt und haben in diesem Prozess, meine Briefe, sich selbstständig gemacht und haben angefangen, die Atombombe zu bauen. Bis halt eben dieser riesengroße Katastrophenprozess eingesetzt hat rund um Fukushima, der gleich mehrere Atomkraftwerke, die wichtig gewesen waren für den Prozess, aber Kraft gesetzt hat. Also meine Begriffe, mit Blick um die vorher entsprechende Erdbebenwaffen für Japan kaufen wollen, kein Zufall ist. Der Punkt ist, für mich ist aber auch kein Zufall, und das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte, dass die Japaner drauf und dran waren, die Atombombe zu bekommen und einen Block von Staaten, von asiatischen Staaten, gegenüberstanden von kontinentalasiatischen Staaten, gegen die es dann gegangen wäre, wenn die Atomraketen geflogen wären. Und dann hätte Amerika durch sein Schutzschild, den es hat einen atomaren, nuklearen Schutzschild. Das heißt also, wenn Interkontinentalraketen nach Amerika gehen, werden die vorher abgeschossen. Sie haben das mehrfach versucht und haben es mehrfach gezeigt, dass es geht. In dem Moment wäre der Konflikt ausbrandbar gewesen in Fernost. Dann hätten sich die Japaner und die Chinesen militärisch gezofft, meinetwegen auch nuklear, und die Amerikaner hätten sich die Hände gegeben. Und da hätten sie nämlich genau das bekommen, was Cheney geschrieben hat. Und das halte ich für nicht ausgeschlossen. Und jetzt, nachdem es passiert ist, ist es noch nicht vorbei, der ganze Prozess. Jetzt, nachdem es passiert ist, nachdem Japan ganz, also Japan macht einen Prozess durch, wie Hiroshima und Nagasaki machen. Wenn den Japanern irgendjemand aus dem Pentagon entsprechende Papiere zuleitet, wo drinnen steht, dass diese Geschichte halt eben abgelaufen ist durch einen unterirdischen Atombomben-Sprengungsapparat der Chinesen, respektive eine hartähnliche Waffe der Chinesen, dann stehen die Japaner mit solchen Hörnern. Und was dann passiert, sie haben das Plutonium nach wie vor, sie haben es da. Ich will nicht ausschließen, dass das, was momentan in Fernost abläuft, von den Amerikanern installiert wurde, dieser Konflikt, um mit China abzurechnen. Weil wenn sie zuwarten, wenn sie wirklich jetzt nichts machen, wird Amerika vor die Hunde gehen, ganz ehrlich, das tun sie momentan schon, und China wird komplett die Nummer 1 sein. Und die Amerikaner wollen es nicht. Und sie werden alles tun, damit es nicht passiert. Und sie schaffen es nicht wirtschaftlich, sie können es nicht schaffen, weil die Chinesen eine super kluge Politik betreiben. Weil sie alles nationalisieren. Kommt der an die Macht, rechnet der im Osten ab und schafft uns im Grunde diesen Krebel endlich mal vom Leibe. Dann können wir, wenn der da hinten sich festgebissen hat, den Russland von hinten durchmarschieren. Dann können wir den nicht auch noch mitmischen. Dann machen wir den auch noch platt. Und dann ist im Grunde Ruhe und wir sind alle Sorgen ledig. Das war im Grunde das Konzept, das von verschiedenen wichtigen englischen Politikern frei und frank erklärt worden ist. Diese Aussagen sind natürlich im privaten Rahmen gefallen, aber die Quellenlage ist sauber. Es sind hochdotierte Quellen, die darüber sprechen. Der Punkt ist, die Freimaurerei ist eine internationale Gemeinschaft. Es gibt Logen in allen. Ich bin das Schiff verheiratet, so viel ich bin. So passt es natürlich wunderbar, mit dem Schuh raus. Und wir haben, ich müsste nachdenken, wie viele Gruppen es da noch gegeben haben, die Hitler zugearbeitet. Die Freimaurerei zum Beispiel auch, hat auch Hitler zugearbeitet. Wie kommt das wiederum? Leicht zu erklären. Einerseits wiederum der Welt. Überall in der Welt gibt es Logen. Scheinbar nationale Mutterlogen, wie sie sich damit nennen. Ob das in Frankreich ist, ob das in Lübeck, egal wo es ist, und der Dach ist auch Freimaurer. Der Punkt ist der,
dass diese Logen allerdings in London zusammenlaufen. Die Urloge ist in London. Und warum die Prophetie? Weil halt eben jetzt der Zweite Weltkrieg kommen sollte in deren Gedankenkonstrukten, dass sie es irgendwo gelesen haben, weil sie meinten, sie müssten es in die Tat umsetzen. Andererseits aber auch wiederum als Anhängsel Englands. England hat ein gesundes Eigeninteresse daran gehabt, dass sie da in die Macht kommen. Weil England gesagt hat,